Hallo, ich möchte euch mal wieder ein Buch empfehlen, und zwar eines aus einem meiner liebsten Verlage, nämlich dem Diogenes Verlag. Es handelt sich um Du sagst es von Conny Palmen, eine Neuerscheinung diesen Sommers von einer niederländischen Autorin, die ich vorher noch nicht kannte, also ich hatte noch nichts von ihr gelesen. Und dieses Buch hat mich aber sofort angesprochen, denn es geht um die Beschreibung der schwierigen Beziehungen zwischen Sylvia Plath und Ted Hughes, und zwar beschrieben aus seiner Sicht. Sylvia Plath ist euch bestimmt ein Begriff, auf jeden Fall durch das Buch Die Glasglocke, das ich ja auch, ich glaube, dieses Jahr gelesen habe. Und ja, Ted Hughes war eben ihr Ehemann, war selber auch Autor, also er hat Gedichte verfasst und ja, er steht in keinem sehr guten Licht in der Öffentlichkeit, also bis heute nicht. Er wird als eine Art Verräter an seiner Frau gesehen, weil er nach ihrem Tod vieles von ihr, wie auch ihre Tagebücher und so weiter, veröffentlicht hat. Und Du sagst es, ist aber tatsächlich als Roman zu sehen und nicht als Biografie, denn zwar werden Gedichte von ihm zu Rate gezogen und so weiter, wenn es darum geht, die Geschichte ein bisschen aufzudröseln, aber letztendlich entspringt doch vieles der Fantasie der Autorin, denn Ted Hughes selbst hat sich Zeit seines Lebens nie zu den Vorwürfen geäußert. Es gibt wohl, ich glaube, das stand im Nachwort, irgendwie eine große Kiste mit, ja, mit einer Hinterlassenschaft von ihm, die ich weiß gar nicht wann, in den 10 Jahren oder so erst geöffnet werden darf. Vielleicht erlangt man da neue Erkenntnisse. Bis dahin müssen wir das Ganze hier so ein bisschen, ja, was heißt skeptisch betrachten, aber eben wirklich als Roman betrachten und jetzt nicht unbedingt als Tatsachenbericht. Wie wir vielleicht alle wissen, war Sylvia Plath eben keine sehr einfache Person. Sie hat ja auch Selbstmord begangen, hatte immer mit sehr vielen Dämonen zu kämpfen, wenn man so will. Und Ted Hughes beschreibt ihre gemeinsame Geschichte von Anfang bis Ende, wenn man so möchte. Also wie sie sich kennenlernen, wie sie sich verlieben, eine Beziehung beginnen, wie sie heiraten, wie es ihr immer schlechter geht und wie er damit umgeht und wie es schließlich passiert, dass sie Selbstmord begeht und so weiter. Und das alles eben aus seiner Perspektive, also auch tatsächlich aus der Ich-Perspektive. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt im Grunde eine Besonderheit, die ich so erwähnen muss, einfach weil ich selbst erstaunlich finde, wie gut mir dieses Buch gefallen hat. Und zwar ist es so, dass das hier doch nur eine Erzählung ist, wenn man so möchte. Also das heißt, er erzählt die Geschichte, es gibt wenige Dialoge und normalerweise habe ich damit sehr oft meine Schwierigkeiten, wenn nur erzählt wird. Mir fehlen dann die Dialoge zur Auflockerung und wie ihr wisst, sind mir Dialoge auch irgendwie wichtig. Und in dem Fall hat es mir gar nicht gefehlt, weil es so gut erzählt war und so interessant für mich war, dass ich nie das Gefühl hatte, hier fehlt mir jetzt was oder das wird mir zu langatmig oder zu langweilig. Und das finde ich eben insofern sehr erstaunlich, als dass es für mich mit meinen Lesegewohnheiten und mit meinen, ja, Dingen, die ich bevorzuge, irgendwie schon was Besonderes ist. Ich musste mich am Anfang so ein bisschen reinfinden, also gar nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern ich habe anfangs gemerkt, dass ich relativ langsam lese und diese Geschichte immer nur abschnittweise ja vertragen konnte, wenn man so möchte. Was überhaupt nicht an der Schreibweise liegt, das Ganze ist wirklich gut lesbar. Zwar ist es schon die Sprache eines Poeten. Also man muss schon sagen, es ist nicht einfach nur irgendeine nüchterne Sprache, sondern er baut schon immer mal wieder Sprachbilder ein, irgendwelche Sätze, die man durchaus aufmerksam lesen muss, um sie so komplett zu verstehen, aber es lässt sich trotzdem gut lesen. Es war eher so, dass diese Geschichte in sich natürlich recht düster ist. Also es geht um eine sehr schwierige Beziehung, es geht um zwei Personen, die in sich schon nicht sehr einfach sind, Sylvia Plath sowieso, aber auch Ted Hughes. Es sind eben beides Poeten, sie sind beide Künstlertypen, haben beide so ihre Vorstellungen vom Leben und wie es dann eben oft so ist. Es gibt dann die erste Verliebtheitsphase und alles ist ganz wunderbar und man fast kann es gar nicht fassen, dass man so einen Menschen gefunden hat und irgendwann tritt dann doch die Realität ein.
Und das ist manchmal nicht unbedingt einfach zu lesen, vor allem wenn man schon weiß, dass, auf was das Ganze zusteuert und wie das alles enden wird. Wobei ich mich vorher gar nicht so ausführlich mit der Biografie dieser Beziehung befasst habe, sonst hätte ich einige Dinge, die gegen Ende passieren, schon gewusst. So fand ich es tatsächlich besser, weil es dann innerhalb der Geschichte passiert ist und ich nicht schon vorher wusste, wie alles verläuft. Aber es ist eben aufgrund dieser ja schon vorgegebenen Dramatik, die ja eigentlich keine Dramatik ist, sondern eben das wahre Leben, manchmal nicht ganz einfach zu lesen und deshalb eben keine lockere Lektüre, wo ich jetzt das halbe Buch so weglesen konnte, obwohl es ja kein dickes Buch ist, sondern wirklich ein Buch, in dem ich immer mal wieder einen Abschnitt gelesen habe. Dann habe ich es ein bisschen ruhen lassen. Ruhen lassen heißt gar nicht einen Tag oder zwei, sondern irgendwie mal ein paar Stunden. Und dann habe ich wieder ein bisschen weitergelesen. Und dadurch, dass das Ganze auch keine Kapitel hat, kann man da immer mal wieder ganz gut nach bestimmten Abschnitten eine Pause machen. Und dementsprechend habe ich für dieses schmale Büchlein länger gebraucht, als man vielleicht meinen sollte. Aber ich finde, es lohnt sich auch durchaus, das Ganze langsam zu lesen. Denn wie gesagt, die Sprache ist schon was Besonderes. Es gibt immer mal wieder sehr besondere Sätze und Passagen. Und dafür sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die dieses Buch verlangt. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Es ist für mich ein besonderes kleines Büchlein, was mich nur mal wieder darin bestärkt, noch mehr von Sylvia Plath lesen zu wollen. Denn trotz der ganzen Traurigkeit der Geschichte und ihres Lebens ist sie doch eine sehr interessante Persönlichkeit. Und die Glasglocke hat mir wahnsinnig gut gefallen. Deswegen glaube ich, dass sich mehr von ihr auch lohnen würde. Vielleicht, ich habe schon mal nach ihren Tagebüchern geguckt. Vielleicht wäre das auch mal noch eine Möglichkeit. Zu Ted Hughes selbst. Ich finde, wenn man schon weiß, dass er sehr, sehr kritisch gesehen wird, geht man auch relativ kritisch an das Buch ran. Für mich, ich kann nichts weiter über diesen Mann sagen. Also in dem Buch wird er schon relativ positiv dargestellt. Also es wird eher aufgezeigt, was Sylvia Plath mit ihm macht, warum er so wird, wie er wird und die Dinge tut, die er tut. Aber gleichzeitig, ja, es ist schwierig. Also dadurch, dass er die Geschichte erzählt, würde ich schon behaupten, dass er schon ein bisschen in ein positiveres Licht gerückt wird. Man letzten Endes aber nicht sagen kann, ob das so wirklich der Realität entspricht oder ob er sich auch mehr zu Schulden hat kommen lassen, als es hier deutlich wird. Also ein Bild über ihn kann und möchte ich mir nicht bilden. Das wollte ich allerdings auch vorher nicht, weil ich glaube, dass er ja all die Dokumente veröffentlicht hat, kann auch andere Gründe haben als irgendwie, weiß ich nicht, Geld zu machen oder ähnliches, keine Ahnung. Also ich finde, ein richtiges Bild von ihm kann man sich danach nicht bilden, eben weil es keine Biografie ist, weil die Perspektive natürlich sehr eingeschränkt ist, dadurch, dass er die Geschichte erzählt. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Also wenn man das nicht liest, um ja zu wissen, wer war dieser Mann eigentlich hundertprozentig, dann ist das so gut. Ich kann es euch ans Herz legen, schaut es euch mal an, gerade wenn ihr schon was von Sylvia Plath gelesen habt und sie interessant findet. Und das war's auch schon zu diesem Buch. Habt ihr es schon gelesen? Kennt ihr es schon? Ist es für euch irgendwie interessant? Mir ist es irgendwie direkt aufgefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!